Donau 3 FM präsentiert Schwäbeli Hills. Sightseeing im Ländle. In Sonderbuch im Alb-Donau-Kreis ist es nicht einfach, Menschen vors Mikrofon zu bekommen. Ach, ich mag jetzt das mal, ja, jetzt schwätzt doch nein. Nein, ich mag das jetzt nicht, du bist doch zu meiner Tochter was nein rede. Donny, komm mal. Katastrophe. Oh. Sonderbuch ist klein, aber fein. Hat nur ein kleines Lädchen. Da findet man eigentlich alles, was man so braucht, zum schnell was kochen. Und es gibt noch einen Turnverein namens die Morschen Knochen. Das soll Sport für die Älteren sein, ne? Die, wo einfach alte Knochen haben, von September bis im Mai in der Halle. Und ab Mai bis September gehen wir dann raus zum Fahrradfahren. Die rund 600 Sonderbucher kommen gut miteinander aus. Ein Bewohner ist den anderen aber ein Dorn im Auge. Im Ortseingang von Sonderbuch, da ist so ein Gewerbetreibender und das Grundstück, das sieht aus unter aller Sau, da muss ich Sonderbuch schämen dafür. Vom Haus steht nur noch die Fassade, dazu gibt es einen verwahrlosten Garten. Also der Anblick ist wirklich nicht so schön, wenn man reinfährt von Asch Richtung Sonderbuch, in der Hoffnung, dass es vielleicht mal ein bisschen besser wird oder anders wird. Sonderbuch bei Blaubeuren. Mal abgesehen von dem hässlichen Grundstück lässt es sich hier gut leben, mit dem Sportverein, der Feuerwehr und einem eigenen Flugplatz. Schwäbeli Hills. Sightseeing im Ländle. Nur bei Donau 3 FM. Radio made in Schwaben.